Ei, was ein feines Hundchen. Ja, was ein süßer Feini. Ja, ich hole gleich mal einen Knochen und dann schmeiße ich den und dann musst du den zurückbringen. Und wenn ich keinen Knochen finde, dann schmeiße ich halt. Sohnemann, wo bist du? Ach, da steht er ja. Dann schmeiße ich halt hier Sohnemann und dann kannst du den zurückbringen. Willkommen zurück zu God of War, liebe Zocker und YouTuber. Das da hinten ist angeblich ein Zwerg. Ich bin hier irgendwie in so einen Nebenquest gestolpert. Zu dem wollte ich eigentlich gar nicht. Aber naja, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir den auch gleich machen hier. Fafnirs Flug heißt das Ding. Schreine zerstören, um Fafnir festzuhalten. Aha. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt die Story gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber egal. Wir halten Fafnir fest. Da kommen wir aber irgendwie nicht hin. Dann gehen wir hier rüber. Nein, kommen wir auch nicht. Sag mal. Wie soll ich denn jetzt weitermachen hier? Na, gehen wir doch mal hier lang. Du bleibst da schön da hinten, ne? Wauzi. Wauzi, oh Wauzi. Du kriegst da keinen Rappel und... Okay. Weiß nicht, ob ich das gut finde. So, gib mir mal meine Axt wieder. Ich mag den nicht. Locker bleiben. Okay, Schreine zerstören. Wahrscheinlich die Dinger da. Die Schreine, die Pfaffen hier festhalten, nehme ich mal. Erstmal machen wir hier das Kropfzeug kaputt, was hier komischerweise total wehrlos rumsteht. Was ist das da? Das ist, da ist eine Rune. Was ist das? Kann man das irgendwie zer... Oh, man kann sie zerdeppern. So. Wie wurde dein Freund zum Drachen, Mimir? Oh, er ist nicht mein Freund. Kleine Scheiße, war ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Das sollen... Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus... Gute Frage. Sehr gute Frage. Solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Bleib locker da oben. Ja, ja, ja. So, da ist noch so ein Schrein. Wow. Kommt der denn jetzt her? Okay, Moment. Das Problem ist, dass... Während mir die hier auf den Keks gehen, dass er hier mit Feuer spuckt. Gibt's hier irgendwas zum... Nee, hier kann man höchstens wieder raufklettern. Kann man die mal rauslocken, diese komischen Freaks da? Ja, ich seh's ja. Ich dachte, die gehen vielleicht an dem Feuer drauf, aber... Tun sie irgendwie nicht. So... Und jetzt hauen sie einfach mal alle zusammen. Kaputt. So. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Komm, lauf mal. Warte mal, wie rennt man so? Lauf, 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 lauf. Komm, lass den Drachen in Ruhe. Lass den Drachen, böser Drache. Warum befreien wir den nochmal? Ist mir komplett unklar. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Genau. Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nicht. Magischen lassen. Nein, nein, nein. Ist das auch ein... Nee, das ist einfach nur... Okay, verstehe, verstehe. Das ist nur die Anzeige, wie viel noch fehlen. Wo hänge ich denn hier? Okay, da kommen wir irgendwie nicht lang. Kommen wir da lang? Nein, kommen wir auch nicht lang. Irgendwo muss noch... Oh, ist man da? Ganz, ganz locker bleiben, Herr Drache. Ich muss ganz kurz plündern hier. So, irgendwo muss noch einer sein. Vielleicht hier oben. Aber nicht mehr. Ah! Mich an hier braten. Ist gut jetzt. So. Irgendwo muss noch ein Schrein sein. Nehmen wir den so lange. Zack! Oh, wer ist? Er denn? Das ist scheinbar etwas. Ich bin ausgewichen, oder? Ja, ja, bin ausgewichen. Putz. Wollen wir erstmal den hier kaputt kloppen? Vor dem Papa kümmern. Ist okay. Achso, jetzt war das andere Ausweichen. Haha, Elden Ring lässt mal wieder grüßen. Jetzt war schon wieder das andere Ausweichen. Ja, mach mal so eine Mann, vielleicht ist okay. Das überhaupt nicht stört, kann das sein? Au!
Nimm mal das hier kurz. Hey, ich bin ausgewichen, komm. So, ihr er noch kurz hier. So. Bin ja schon weg. Bin ja schon weg. Sehr gut. Jetzt schießt doch mal Wulfengrad hier. Daneben kommt, das war daneben. Ich bin ausgewichen. Wulfengrad. Ausweichen, komm. Wulfengrad. Na, ist gut. Jetzt aber aus die Maul. So. Unsere Gegner sind stark. So, jetzt mal den letzten kaputt hier. Jetzt lassen wir ihn frei. Ich ob er dich noch kennt? Wer weiß, ja, vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Bin mir ich da nicht sicher, ob ich den frei lassen möchte. So, warte mal, da hinten war da noch so eine... Nee, war sie nicht. Wo war denn die? Irgendwo konnte man sich hier nochmal heilen. Da, nehmen wir das so lange. So. Das wäre dieses. Dann, wir lassen wir den frei. Lass mich raten, wir gehen hier vorne an dieses Ding ran. Ach, Mensch, wer kommt denn da raus? Bratschel, Brutschel, Brötel. So. Ich würde sagen, so. Ey, warum lebst du noch? So. Was muss ich machen, um... Irgendwo ist da noch was. Kann das sein? Wer lacht denn hier so dreckig? Ach, du bist's. Verdammt, das ist schon wieder so... Ding, zang, zong, zuppeli, zappeli, zockeli, wo ist er hin? So, Kopf ab, hat sich ausgemehrt hier. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei der richtig dummen Idee, den Drachen freizulassen, richtig, genau. Aber erstmal sammeln wir den Hut ein, damit wir mindestens was zu... So, damit wir was zu verlieren haben. Wobei, wie gesagt, wir sind ja nicht Elden Ring. So, was muss ich jetzt hier machen? Ah, der Sohn muss was anfummeln, alles klar. Ja. Und wenn er jetzt nicht spurt, dann, Bitte schön, du kleiner Mistkerl. Werfen wir kein Stöckchen. Nein. Genau. Geh nach Hause. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Okay. Brillante Schuppe des Gefesselten. Moderator, Bonusaktivierungsstanz auf Runensegen bei... Oh Gott, da ist er wieder. Von mir aus. Drachengefallen erledigt. War das gut jetzt? Drachen befreit. Einer von drei. Offenbar gibt es da mehrere. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir die Drachen befreien. Aber es wird schon seine Bewandtnis haben. So, hier waren wir noch nicht. Ah, Akisler. Hier, Sohn kann... Du Sie liest, her. Ich plündere. Warte, das muss ich mal lesen. Ja, ja, liest du mal. So, hast du was Wissen hinzugefügt? Sehr gut. So, komm, Sohn, wir können uns hier gleich wieder verdünnisieren. Einer von drei. Okay. Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht hin beim letzten Mal. Ich wollte ja eigentlich hier... Wo war denn das mit den Valkyren? Eingang Tarnurs. Irgendwo war hier was mit Valkyren. Bin mir nicht sicher. Wo war das mit dem Valkyren?
Wir haben hier mystisches Tor, vergessene Höhlen. Nee, das sind ja einfach nur Tore. Wo waren die Walküren? Turm des Steinmetzes. Da wollen wir aber auch nicht hin. Was ist das hier? Da ist ein Laden. Rat der Walküren, aber das muss hier gewesen sein. Wir sind hier und da ist der Rat der Walküren. Steht zumindest drüber. Ich gehe nochmal kurz auf Ziele. Wo waren das? Schicksal der Walküren. Eine Walküre besiegen. Kann man das hier nicht locken? Helfen seinen verlorenen Freunden. Okay, das können wir auch mal. Familienangelegenheiten. Wir müssen uns den Wetzstein holen. Das wäre auch nochmal so eine Sache. Aber wo war jetzt das mit den Walküren? Ich gucke gerade mal so ein bisschen. Da oben. Da oben ist Familie. Okay. Und wo ist der Wetzstein? Ich meine, das hier, das Ding hier, seinen verlorenen Freund, wo ist das? Das muss woanders sein. Das ist auch da oben. Oder? Ich finde diese Karte ehrlich... Nee, das ist hier unten. Ich finde diese Karte ehrlich gesagt verwirrend. So, gut. Aber irgendwo muss hier noch eine Walküre sein. Hier haben wir eigentlich schon alles besiegt. Ich gucke mich mal hier noch ein bisschen um. Ich war der Meinung, hier war diese Walküre in der Nähe. Auf der anderen Seite vielleicht? Fragezeichen. So. Ja, komm, wir probieren es mal hier. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn wir jetzt den Hauptquest machen, ob wir dann hier nochmal überhaupt hin zurückkommen. Das wirkte so final, was ich da gesehen habe. Was ist das? Achso, hier geht's lang. Ja, hier war keine Walküre, hier war nur so ein komischer Schmied. Okay. Ja. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Ach, halt die Guschen. Chaos-Klingen-Verbesserung. Okay, wo? Oh, Tatsache. Die Chaos-Klingen können wir auch die Axt verbessern? Nein, können wir nicht. Dann lieber den Bogen, sind wir mal ehrlich. Schaltet neue Klau... Ja, kommt der Bogen auf jeden Fall. So. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir noch die Chaos-Klingen machen. Naja, gut. Ja, sehr gut. So, okay. Axtknauf, können wir da was verbessern? Welchen Axtknauf habe ich überhaupt angelegt? Wissen wir nicht. Klingenknauf, können wir eh nicht verbessern. Gut, können wir was verkaufen? Ja, nein. Nicht vergessen! Immer Hände waschen. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir nämlich neue Fähigkeiten freischalten. Einmal für die Klingendinger da. Was haben wir denn frei? Das haben wir schon freigeschaltet, ne? Ne, haben wir noch nicht. Alle von diesem Angriff halten sie, nachdem sie den Gegner mit dem Speer des Chaos durchbohrt haben. Was? Ich habe einen Speer. Okay, dann kann man sie irgendwie ranziehen. Erstmal den hier, das Clownbogen ist sowieso wichtiger. Die Schockleiter kann jetzt eine noch größere Anzahl von Gegnern verkettet werden. Aha, okay. Kostet sowieso nichts, nehmen wir. Was haben wir hier?
Lichtfallexplosion fügen bei Treffern Betäubungsschaden zu. Boah. So, alles gut. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, können wir eigentlich alles mal nehmen, weil das kostet ja nichts. Drücken, sprinten, um die Luft zu springen und starke. Aha. Oh, ja. Bestimmt, kann ich mir alles nicht merken. Halten Sie beim Zielen RT gedrückt. Ah, ja, ja. Auf jeden Fall. Immer schön ausgeben hier so. So. Aber wo waren die blöden Valkyren, mein Freund? Waren die hier? Oder waren die da? Ich habe keine Ahnung, wo die Valkyren waren. Aha. Kann das sein, dass es hier war? Das kommt mir so pseudo bekannt vor. Ich guck mal hier rein. Wenn nicht, dann pfeifen wir auf die Valkyren. Das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's. Komm, lauf. Wir müssen eine Valkyrie besiegen. Kann ja nicht so schwer sein. Wo war die? Die olle Uschi? Ich war hier gar nicht mit den Valkyren, ne? Das war der Rat der Valkyren. Wahrscheinlich erst, wenn ich die besiegt habe. Oh, ich hab doch keine Ahnung, wo die war. Ah, oh, wenn man jetzt auf den Trichter geht. Okay, dann lassen wir das mit den Valkyren. Ich weiß nicht mehr, wo die Valkyrie war. Wahrscheinlich kann man das dann irgendwie. War das hier? Nein. Nein, hier durch das Portal war es auch nicht. Irgendwo hatte ich eine Valkyrie gesehen. Da müsste ich in meinen eigenen Videos nochmal nachgucken. Gut, dann lassen wir das. Dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. A, wir versuchen hier hinzukommen. Da weiß ich allerdings nicht wie. Vielleicht hier durch. Bin mir aber nicht sicher. Oder hier, da weiß ich aber auch nicht, wahrscheinlich hier durch. Und da ich so vieles nicht weiß, gehe ich jetzt hier einfach mal hier hin. Pass auf, wir nehmen jetzt einfach mal, wir machen jetzt mal den Hauptquest weiter. Weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung habe. Und davon viel. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne, das Ding hier so zu benutzen. Könnten natürlich auch den hier nehmen und dann hier sagen, okay, wir gehen Deus Ex machen. Hexenhöhle. Ist die Frage, ob wir da richtig sind. Wahrscheinlich eher hier so lang, ne? Ich geh jetzt hier hin, Basta. Ist jetzt die Faxen, Dicke. Ich hab jetzt keine Lust zum Rumsuchen, das mach ich mal offline. Wenn ich ein Gott bin, vielleicht kann ich fliegen. Nein! Götter müssen auch auf dem Weg bleiben. Warte, hier ist ein Punkt. Guck mal, hier ist ein Punkt. Vater, bitte sei nicht böse. Aber ich habe deine Klingen schon mal gesehen. Sie lagen hier unterm Haus, als ich mich versteckt habe. Durfte ich deshalb nie darunter. Ach, halt die Guschen. Sie sind meine Bürde aus einem Leben, das hinter mir liegt. Der Junge wollte fliehen? Jene Tage sind tot. Sie neu zu durchleben ist sinnlos. Eines Tages wirst du verstehen. So, da müssen wir hin. So, und jetzt müssen wir. Ja, wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt nach Mölnir. Ne, wohin gehen wir? Mölnir war der Hammer von Thor. Da gehen wir nicht hin. Was war das hier? Ich glaube, ein Fahrstuhl oder sowas. So, der Hauptquest sagt,
Auf den Gipfel des Gers können wir endlich die Brücke nach Jötunheim finden. Richtig, richtig, richtig. Da, wo bei dem hier meinem Arschgesicht. Also, ist das ein. Der Typ an meinem Hintern ist ein Arschgesicht, versteht ihr? Oh Gott. Da, wo bei dem. Das Arsch. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Dahin. Und jetzt dahin. Und jetzt hier rauf, glaube ich. Ja, wir warum müssen verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht. Weil man nicht immer auf dem Schulhof prollen muss. Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keines. Na los, mach auf die Tür. Na, Junge, aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Da kommt ein Rad angerollt. Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's. Vergiss es. Familiensache. Wieso sollte er am Rad geleckt haben? Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Sohnemann kriegt Oberwasser. Na gut. Jetzt, wo er weiß, dass er ein Gott ist. Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Ich kann mich nicht bewegen, wer sich fragt, was ich mache. Jetzt kann ich. Okay. Was will er denn von unserem Zeug? Nix. Okay, ich könnte hier irgendwas machen, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Was ist jetzt los? Warum sind hier wieder neue Geschnas? Zip! Keine Ahnung. Ach, der große Dicke. Alles klar. Kannst du mal bitte. Zipfratz, genau. Komm mal her. Ist gut. Ja, ja, ist ja gut. Ah, ein Wildschwein! Was ist das? Lass mich doch mal vorbei. Ich muss erstmal das Wildschwein töten. Den da. Ja, 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 schmeiß mit. Ja, hau ihn, ist okay. Los, das Wildschwein muss weg. So. Ja, genau, hau du mal drauf. Ist okay. So, das Wildschwein ist tot, jetzt der Onkel. Oh, oh. Jawohl, geht gut. Alles paletti. Und jetzt auf die Römmel. Okay, eigentlich ist das nicht mehr notwendig, aber ich kann ja noch mal ein bisschen draufhauen. So. So. Der Arme. Ich hab so ein bisschen leid. Er ist tot, Junge. Du kannst aufhören. Zurück nach Hel. Das war aber irgendwie recht einfach, dachten ne? Dachten die, das würde uns aufhalten? Ja, keine Ahnung. Ich bin selbst etwas überrascht. Sohnemann. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Ah, okay, das bringt nichts. Was ist das hier? War ich hier schon mal? Kommt mir so bekannt vor.
Aber hier müssen wir eh nicht lang. Ja, ich glaube, ich war hier schon mal. Hier müssen wir lang. Komm mit, Sohn. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Ach, da brauche ich wieder meine Dings da. Nein, du. Hör doch mal auf, du brauchst deine Äxte. Ich meine, deine Messer. So. So. In der Luft zersemmeln. Na bitte. Ich würde sagen, so langsam haben wir es wieder drauf. Lass mich sie von hier abtragen. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Du solltest sie nicht. Da kommt doch jetzt irgendwas. Irgendwas passiert jetzt hier. Dann trag sie selbst. Sag ich doch. Axt. Kind, schieß mal. Was sind das für Luschen? Die können ja gar nichts. Guck dir das mal an hier. Das ist ja ein reinster Unfug ist das hier. Na gut, wenn es nicht so viele wären. So. Noch mehr? Da. Muss ich irgendwas machen, damit das aufhört? Oder hau ich die einfach mal alle K.O. bis zu unserem Flimmerleinstag? Ja, ja. Was ist das jetzt? Was sollte das für eine Gelusche sein? Warum ist das so leicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Mimir, wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und von einer Bedrohung fürchten. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Ey, du hast ihn doch gerade danach gefragt. Irgendwas ist da hinter mir auch... Naja, Und zurück mit dem... Hui! Haha, wo ist wieder? Komm, mach nochmal. Komm. Und Blauholz. Komm nochmal. Erstmal ein bisschen... Ach, ist jetzt genug hier. Langsam reicht es. Eben. Die können ja nichts. Genau, da kam der Rotz raus. Halt, warte mal, ist nicht da, also auf einmal rum. So, da oben müsste das gewesen sein, genau. Da haben wir ihn, da haben wir das Arschgesicht nämlich abgeschnitten. Ich darf ihn so nennen. Ah, warte mal, guck mal, wir können jetzt, wir können jetzt, hallo? Daran war bestimmt auch Odin schuld. Letzter Versuch! So, Junge, wir müssen mal ganz... Warte mal, wie haben wir das aufgekriegt mit den... Nee, also, damit ging es nicht. Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es halt nicht. Halt mal kurze Guschen, ich will die Kiste hier haben. Freya auch nicht. Die Asengötter. Wie ging denn das? Wie ging denn das? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung. Ah, halt doch mal ganz kurze Schnullerschnute, ja, mein Freund. So, da müssen wir drauf schießen. Hier. Hier. Ist jetzt kaputt. Ich löse Rätsel und Sohnemann kriegt Oberwasser. So. Jetzt müssen wir weiter hier rauf. Warum habe ich nur den Eindruck, dass wir hier in eine riesige Falle latschen? Bin mir nicht sicher. Das ist alles zu einfach gerade. Viel zu einfach. Genau, hier können wir auch noch dran erinnern. Oh, wer steht denn da?
tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. So einem Mann braucht man Klaps. So, und wie es weitergeht und wie wir oben auf dem Berg vielleicht durch ein Portal gehen oder in eine Falle tappen, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Gott des Krieges, Mr. Fleck, aka Kratos.